Und jetzt darf ich einen Studiogast begrüßen. Er heisst Sum Sum, er ist Roboter und ist gemacht worden von Studenten von der ETH Zürich. Er hat gestern Abend das grosse Roboter-Fußballturnier gewonnen. Über den Wettbewerb, das Spiel, Goal, die Hintergründe und die Stimmung in den Zuschauerkulissen, der Bericht von Peter Freiburg. Seit 5 Jahren bauen die ETH-Studentengruppe in Zürich mechanisch-elektronische Roboter, die jedes Jahr eine andere Aufgabe erfüllen müssen. Designer mit ihrem Robidog gehören zu den Favoriten. Über 200 Stunden Arbeit braucht es für ein Gerät. Eine Computerkarte und ein Fahrgestell werden zur Verfügung gestellt. Der Rest ist selber zu entwickeln. Die Aufgaben dieser Maschinen sind komplizierter als das, was ein Roboter in einer Autofabrik müssen können, heisst es im Programm. Das Mal müssen sie Hallenfußball spielen und damit unterscheiden zwischen den beiden Feldhälften. Rote und grüne Bälle müssen sie auseinander sortieren und sie dann ins eigene oder ins gegnerische Goal Richtung verteilen oder aufs eigene Feld oder aufs fremde Feld. Die ersten beiden Gegner marschieren aufeinander los. Rechts der Robidog, erkennbar an seiner Bürstelrolle, er sucht rote und grüne Bälle zusammen. Der Calimero von den Designer sucht mit seinem Staubsauger einen Ball an, identifiziert ihn als eigenen, zielt sorgfältig und schiesst sein erstes Goal. Direkt unter der Latte durch, das gibt 3 Punkte. Der Robidog ist immer noch am Sammeln, will jetzt auch ein Goal schiessen, weiss aber nicht weiter, weil es durch den Gegner besetzt ist und blockiert. In so einem Fall ist Hilfe erlaubt, aber nur 2 Mal pro Spiel. Er entschließt sich fürs andere Goal, sucht unterwegs noch ein paar passende Bälle zusammen und hat leider wieder Pech. Sein Laserstrahl ist zu hoch eingestellt. Er sieht nicht, was unten durchgeht und wird darum leider nie ein Goal schiessen. Das ist der Sumsum im typischen Fußballadress. Sein Gegner verteilt Holzwürfel als Hindernis gegen Konkurrenz. Auch das ist erlaubt. Der Sumsum will jetzt so einen Würfel wieder zurückgeben, aber das scheint nicht erwünscht. Dafür wird er sich noch rächen, nachdem er sein Liebli abgezogen hat. Die Rämplerei und seine Fähigkeit, die meisten Bälle im eigenen Feld zu versammeln, machen ihn zum Sieger von diesen 7 Fußballrobotern. Il federale di Zurigo si è piazzato secondo in un insolito torneo di calcio. I Baggio Erceg Sutter di questo torneo si chiamano Robidoc, Calimero, Sumsum e sono Robots. Robots costruiti dagli studenti del terzo anno del Poli nell'ambito di un concorso valido per la sessione d'esame. È il quinto anno che agli studenti viene affidato il compito di costruire un robot in grado di svolgere le più svariate imprese. Quest'anno il compito era quello di segnare reti. Ecco in azione Robidoc, che parte favorito. Raccoglie con le sue spazzole palline rosse e verdi da lanciare dietro la porta avversaria o la propria a seconda del colore, ma un difetto all'altezza degli occhi gli impedirà di segnare. Ed ecco l'attaccante ticinese Calimero. Per la costruzione di questi robot ci sono volute 200 ore di lavoro. Calimero segna, il primo gol è ticinese. Sono 7 i giocatori a contendersi il primo posto nella classifica dei marcatori. Ora entra in campo il temibile Sumsum. Il suo avversario gli semina il terreno di ostacoli, ma Sumsum riuscirà ugualmente a vincere il torneo.